herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und wir haben jetzt noch ein kleines Video, und zwar einen zusätzlichen Cocktail. Was werden wir denn hier machen? Genau, also klassisch, wir werden einen Kentucky Mule spielen. Ihr kennt sie vielleicht als Moscow Mule Geschichten, klassisch mittlerweile in allen Märkten vorrätig. Der Kentucky Mule ist natürlich mit Bourbon, wie es sein sollte, in dem Fall natürlich mit Bullet Bourbon, also wie auch sein sollte. Ist so ein klassisches Getränk, was man halt auch zu den Derbys trinkt, wie auch immer. Eigentlich der Klassiker wäre ein Mint Julep. Ich wollte jetzt nicht die Minze abzupfen hinter mir, von daher machen wir jetzt wirklich den Kentucky Mule, bestehend halt aus in dem Fall Bullet Bourbon, frischen Limettensaft und einem Gingerbier. Der wird dann ja, getoppt eigentlich nur noch von einer getrockneten Limettenscheibe und ist dann schon fertig. Es ist wirklich ganz einfach zu bauen, es ist keine Hexenkunst. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Das ist übrigens klassisch ein Kentucky Julep Becher. Bei den Pferderennen in Kentucky wird er halt benutzt. Im Schnitt kann man sagen, $350 zahlt man, wenn man sich so ein Getränk holt. Die sind meist aus Silber natürlich, in dem Fall nicht ganz Silber. Ach so, dafür sind die $350. Meist. Ob sie auch wirklich alle Silber sind, sei dahingesagt. Auch hier würden wir halt, ich mag es halt gerne etwas kräftiger. Ich sage jetzt mal 5 cl. Kann auch mehr sein, ist ja immer nach Geschmack. Der Becher ist klein, also machen 5 cl, das sollte vorhin ganz reichen. Geben hier ein bisschen Säure dazu, in dem Fall frischen Limettensaft, geht auch mit Zitronensaft. Ich bin großer Freund von Limettensaft, ist so ein bisschen Säure-Süße, die schöner eingebunden ist als Zitrone pur. Würde ich so 1,5 cl ungefähr nehmen. Wenn ihr keinen Messbecher zu Hause habt, könnt ihr auch einfach einen Eierbecher zum Beispiel nehmen. Es ist halt ungefähr 5 cl übrigens. Ah, okay. Eierbecher sind 5 cl, gut zu wissen. Also die meisten grundsätzlich, also ihr könnt es als Maß nehmen. Ne? Die Amerikaner rechnen ja zum Beispiel auch, wenn ihr Kuchen macht oder so, in Cups. Das heißt immer, es wird alles in Cups gelassen. Wobei natürlich physikalisch Flüssigkeiten und feste Stoffe natürlich. Aber gut, es klappt trotzdem, das sei dahingesagt. Wir nehmen noch ein bisschen mehr Eis. Nehmen das ein Gingerbier, füllen das wunderschön das Getränk auf. So, jetzt müsst ihr hier nichts mehr rühren oder ähnliches. Wäre schade drum, weil sonst die Kohlensäure rausgeht. Bin ich kein großer Freund von. Ich mag Kohlensäure in meinem Getränken. In dem Fall haben wir wieder eine Limettenscheibe. Geht natürlich auch mit frischer Limette. Auch sehr schön. Kann ich nur abraten, gerade im Bereich Juni, Juli, August, wenn die Wespen kommen, wisst ihr, warum man gerne Trockenobst nimmt, weil das macht viel mehr Sinn. Du hast keine Freunde. Und da wir hier gerade wunderschön in Bayern sind, sehr viele Freunde, nehmen wir natürlich einen blau-weißen Trinkhalm, in dem Fall natürlich aus Papier. Und sage ich mal, der ist für dich. Kentucky Mule? Genau. Okay, bin gespannt. Also ein sehr schön fruchtiges, frisches Getränk. Oh ja. Oh ja. Kann man machen, oder? Du hast jetzt nochmal die Schärfe wunderschön eingebunden durch das Gingerbier. Ja, das Gingerbier kommt ganz, ganz schön rüber. Also kräftig drin. Aber du hast auch du hast noch Säure drin, aber ich finde, die Süße kommt trotzdem gut durch. Ich hätte die Säure viel, viel stärker erwartet. Also, deshalb Limette, das ist ganz wichtig. Wer Zitrone hat, doch würde ich weniger nehmen. Hat erst ein bisschen mehr Vorwort dann. Genau. Bisschen so, Also frischer finde ich noch. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann ihn schlecht vergleichen, weil ich trinke eigentlich so Moskau Mule und solche Geschichten trinke ich eigentlich nicht. Ich übrigens auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schon einmal einen getrunken habe. Okay, gut. Es ist noch Handlungsbedarf, aber das kriegen wir auch hin bei den nächsten Malen. Das sollte kein Problem werden. Ich bin da immer sehr stringent. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen bei Gin, aber stringent bin ich eigentlich immer bei Whisky. Also was gemeinsam. Sehr schön. Mal wieder. Neben Fleisch und Dessert. Das ist sehr gut. Ja, Fleisch und Dessert sind wir drin. Aber er ist klasse. Also ich finde ihn schön. Er ist spritzig. Er ist aber halt, hat diese glühende Schärfe halt im Hintergrund. Das, was man vom Gingerbier kennt. Ne? Bingo, das ist perfekt. Ne? Also es ist halt ein schönes Sommergetränk. Es ist ein schönes Beigetränk, sage ich mal. Ja, schon, glaube ich, frühen Nachmittag starten kann. Vielleicht hat einige auch schon vorher, aber ich denke mal so, ja, Nachmittaggetränk ist es perfekt in der prallen Sonne. Es ist Gingerbier sehr durstlöschend. Es geht. Das ist wurscht, ne? Es ist gut für so einen schönen heißen Tag. Es ist echt schön angenehm an der Stelle. Ja, mit normalen Eiswürfeln drin ist er auch ein Stückchen, man merkt langsam, dass er ein bisschen runterkommt mit. Das ist halt ganz wichtig. Also Eis ist ja legendär das Wichtigste eigentlich in einem Cocktail oder auch in einem Longdrink, wie auch immer. Es scheitert ja meist am Eis. Probier jemals ein warmes Gingerbier.
Das macht keinen Spaß. Das ist, das sind Sachen, die die Welt nicht braucht. Also, warmes Gingerbier. Ja, es ist weit verbreitet. Es macht schon Sinn. Also Eis und Kühlung ist halt eine sehr wichtige Sache bei Drinks. Ja, vielen Dank für den tollen Cocktail. Ich danke dir recht und, herzlich, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für alles. Und ja, wem es gefallen hat, gerne noch mit Leuten teilen, denen es auch interessieren könnte. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und einen Daumen hoch lassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.